Was geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es mal wieder ein neues Unboxing-Video und zwar zu dem Steelbook von dem Film Mortal Kombat, das jetzt ja erst vor kurzem erschienen ist. Das war in dem richtig geilen Mystery-Paket vom lieben Insano drin. Viele Grüße nochmal an dich an dieser Stelle, Christian. Ja, schaut euch gerne mal nochmal das Unboxing-Video an. Der Christian hat mir ein riesengroßes Paket voller Filme geschickt. Richtig geil auf jeden Fall. Und schaut auf jeden Fall beim Insano auf dem Kanal vorbei. Ein richtig cooler Kanal. Der macht echt super Videos und hat eine echt richtig coole Sammlung. Also er hat echt einige Raritäten. Wer da interessiert ist, gerne mal vorbeischauen beim guten Insano. So, jetzt legen wir los mit dem Unboxing-Video. Heute hier Mortal Kombat, das Steelbook. Das war, wie gesagt, auch im Mystery-Paket drin. Der ganze Spaß ist aus dem Jahre 2021, glaube ich sogar. Also der Film war ja leider nicht im Kino, so viel ich weiß, wegen Corona und so. Nichtsdestotrotz, im Steelbook kam er raus und das Steelbook sieht echt geil aus und das schauen wir uns jetzt an. Wir haben ja erstmal die J-Card. So, die mache ich jetzt hier erstmal ab. Die ist hier noch mit diesen Klebepunkten hier befestigt. So, die machen wir jetzt einmal ab. Hier hinten auch noch einen. Ja, hier haben wir auch noch einen tatsächlich. So, die haben wir auch ab. So, ab ist ab. So, das Steelbook lege ich jetzt erstmal zur Seite. Und dann schauen wir uns hier noch die J-Card an. Schaut hier eben aus. Wir haben hier FSK 16 Logo, wie ihr seht. Und eben, ja, ein paar Filmdetails. Von hinten schaut das Ganze dann so aus. Wir haben eine Inhaltsangabe. Hört sich echt interessant an, muss ich sagen. Interessanter Film. Und ich kenne das Original auch nicht. Also ich bin da echt mal gespannt. Ah, das könnte genau mein Filmgeschmack sein, tatsächlich. So, dann haben wir hier noch ein paar Filmszenen. Und die technischen Daten. Jo, schönes Steelbook. So, lege ich mal zur Seite die J-Card. Und dann kommen wir zum Steelbook. Das Ganze ist hier matt gehalten. Ja, matt. Wirkt jetzt wieder etwas glänzend, aber das ist halt jetzt wieder nur, weil hier die Beleuchtung, ihr kennt das ja, ich muss das ja ein bisschen ausleuchten, damit ihr alles genau seht. Und dadurch ist es halt aber dann auch immer so, dass jedes Steelbook irgendwie hochglanz mäßig aussieht. Aber das hier ist nicht 100 pro matt, das ist irgendwie so eine Mischung aus Hochglanz und matt. Wie gesagt, also es ist matt, aber nicht so wirklich das hundertprozentige Matt. Also jetzt nicht zum Beispiel wie bei die Todesparty, das ich euch jetzt vor kurzem auch vorgestellt habe. So jetzt nicht, aber es ist jetzt auch nicht hochglanz. Es ist irgendwie so ein Mittelding, kann ich jetzt nicht genauer beschreiben. Ihr seht ja, weil so ein paar Elemente, die sind hier doch glänzend gemacht. Ja. Geiles Artwork, das gefällt mir ganz gut. Der Druck ist auch gut, würde ich sagen. Also sieht echt geil aus. Ich finde ja auch der Titelschrift, so kommt ja gut zur Geltung. Das sieht ziemlich nice aus, muss ich sagen. Ja, gerade mit diesem ein bisschen Glanzeffekt hat es dann nämlich doch, wenn wir hier genauer hinschauen, wenn man das bisschen bewegt, Steelbook-Effekt. Sieht geil aus. Sehr schönes Steelbook, muss ich ehrlich sagen. Sehr geil. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Christian, ne, für dieses geile Paket nochmal und jetzt hier für dieses Steelbook. Das sieht wirklich geil aus. Gefällt mir richtig gut und bin sehr auf den Film gespannt. So, so schaut es hier eben vom Spine hier aus. Sehr geil. Und von hinten schaut das Ganze dann so aus. Finde ich auch cool. Schönes Artwork. Hier unten haben wir noch ein paar ja, Credits. Aber das fällt jetzt nicht weiter auf. Finde ich jetzt nicht so wild. So, von innen schauen wir mal auch mal rein. Haben wir einmal die Blu-ray-Disc. Die ist ganz schön bedruckt. Jo, kann man so machen. In Ordnung. Film ist freigegeben, wie gesagt, ab 16 Jahren. Und dann haben wir hier noch ja, ein Innendruck. Das schaut so aus. Den finde ich auch nicht schlecht. Kann man so machen. Ganz schön gestaltet, meiner Meinung nach. Ach so, genau. Bevor ich hier die Disc nochmal reinmache, schauen wir uns das Ganze nochmal im Kompletten an. Qualität vom Steelbook ist echt gut, muss ich sagen. Also fühlt sich hochwertig an. So schaut es dann eben im Kompletten aus. Ja, geil, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Danke nochmal, Christian. Sehr geile Sache. Ja, Freunde, echt ein geiles Teil. Und ich mache die Disc dann nochmal rein. So. Blu-ray-Disc rein. Und dann war's das mit dem Unboxing-Video zu
Mortal Kombat. Ja, sehr schönes Steelbook. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an dich, Christian. Sehr geiles Teil. Und dazu wird es definitiv auch irgendwann mal eine Review geben hier auf diesem Kanal. Irgendwann demnächst. Ich habe noch ein paar Filme, die ich noch anschauen muss. Und da ist der jetzt auf jeden Fall auch dabei. Und da wird demnächst auf jeden Fall was zu kommen. Ja, bis dahin, Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und lasst wie immer ein Abo da und ein Like. Und schreibt mir gerne eure Meinung zum Steelbook und zum Film in die Kommentare. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Euer Movie Pyro 911, bleibt gesund und ciao.